Hallo Freunde des gepflegten Bartes, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Bartöl Paolo Santo und um das Bartöl Sampler Pack von der Firma Herbivore. Also seid gespannt, es geht gleich los, wie immer nach dem Intro. Ja Leute, wie gerade angekündigt, soll es heute um die Bartöle der Firma Herbivore gehen. Herbivore habe ich euch in einem der letzten Videos schon einmal vorgestellt. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich es gern hier oben noch einmal in der Infokarte. Auch heute möchte ich gern noch einmal herausfiltern, dass Herbivore größtmöglichen Schwerpunkt auf die Zutaten legt, das heißt natürliche pflanzliche Inhaltsstoffe, organische und lebensmitteltaugliche Wirkstoffe. Jedes einzelne Produkt hat auch einen therapeutischen Hintergrund bzw. Inhaltsstoffe, die sich wirklich regenerierend, kräftigend und stärkend auf den Körper bzw. die Körperregion ausdehnen bzw. arbeiten und helfen soll. Aber heute habe ich für euch das Paolo Santo Bartöl und die Sempler Bartöle in geringerer Menge für euch. Lasst uns anfangen mit dem Bartöl Paolo Santo. Das Bartöl Paolo Santo kommt in einer sehr luxuriösen und durchgestylten, durchsichtigen Flasche mit weißem Pipettenverschluss daher. Die Flasche wird einzig und allein von einem sehr neutralen, klar gehaltenen Aufkleber geziert. Auf der Vorderseite finden wir den Firmennamen Herbivore, dann, dass es sich um ein Beer Tonic handelt, die Geruchsrichtung Paolo Santo und die Milliliteranzahl, die sich hier auf 30 Milliliter beläuft. Auf der Rückseite finden wir die Inhaltsstoffe bzw. die Adresse von Herbivore wieder. Aber was haben wir jetzt hier für Inhaltsstoffe in dem Bartöl Paolo Santo? Unter anderem haben wir hier Aprikosenkernöl, Jojobaöl, Arganöl, Vitamin E und natürlich Paolo Santo, was eine Holzart ist, falls das der eine oder andere noch nicht wusste. Des Weiteren haben wir noch hier Welwer und ätherische Öle als Inhaltsstoffe in dem Bartöl Paolo Santo. Das heißt, wir haben hier ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Bartöl mit einer leichten männlichen holzigen Note. Für alle genau die richtig, die etwas männlicher und halt in die Richtung Holz tendieren. Nachdem wir uns das Paolo Santo Bartöl näher betrachtet haben, kommen wir jetzt zu dem Beer Tonic Sampler Kit der Firma Herbivore. Das Beard Tonic Sampler Kit der Firma Herbivore besteht aus zwei Bartölen. Diese Bartöle finden wir in einer eleganten, goldenen, metallischen Box wieder. Einfach nur den Aufkleber an der Seite lösen und die Büchse öffnen. Schon finden wir diese beiden Sampler Bartöle wieder. Die Besonderheit bzw. was uns gleich auffallen wird, ist, dass wir bei diesen beiden Samplern genauso die durchsichtige Flasche haben wie bei dem Beard Tonic Paolo Santo. Nur mit dem einen Unterschied, dass wir hier einen schwarzen Pipettenverschluss haben und hier einen weißen. Das macht allerdings natürlich keinen Unterschied, bis auf den, dass wir bei diesen beiden Samplern natürlich eine geringere Menge haben als bei dem großen Bruder Paolo Santo. Während wir hier 30 Milliliter vorfinden, haben wir bei den Samplern lediglich 8 Milliliter zur Verfügung für unseren Bart. Diese beiden Bartöle gibt es allerdings auch noch einmal in 30 ml Varianten in dem Shop von Herbivore zu finden. Aber Sampler bedeutet ja immer erst einmal probieren, ob der Geruch etwas für einen ist oder nicht. Darum finde ich diese Variante sehr gelungen. Wir haben hier zum einen
Zeder, Bergamotte für alle diejenigen, die etwas weltlich unterwegs sein möchten, etwas herber. Und zum anderen haben wir hier Vetiver Sage. Das heißt, wir haben hier unter anderem auch etwas Salbei dabei, also etwas blumiger für die einen oder etwas holziger, herber für die anderen. Oder ihr macht es einfach so wie ich, einfach tagtäglich das Bartöl wechseln oder auch wöchentlich. Wie gesagt, wenn ihr euch für einen dieser Bartöl-Samplers entscheiden wollt, gibt es diese auch in 30 ml-Varianten in diesem Shop. Wie ich finde, sehr gelungen für all diejenigen, die sich noch nicht so recht entscheiden können. Ebenfalls gelungen finde ich die goldene Büchse, da diese genug Staufach bereitstellt, um zum Beispiel einen Bartkamm oder ein Moustache-Kämmchen unterzubringen. Wer die Videos von diesem Bartkamm oder dieses Moustache-Kämmchen noch nicht kennt, werde ich diese Videos hier oben in der Infokarte gern noch einmal für euch verlinken. Also kann man hier noch einmal zusammenfassend sagen, für alle, die keine richtige Entscheidung treffen können oder wollen, ist das Sampler-Pack die ideale Lösung. Wir haben hier in geringerer Menge zwei Bartöle, die wirklich die gleichen oder fast die gleichen Inhaltsstoffe aufweisen wie das Palo Santo, nur unterscheiden sie sich in den Gerüchen. Zusammenfassend kann man sagen, bekommen wir mit den Beard Tonics der Firma Herbivore wirklich puren Luxus für unseren Bart. Für all diejenigen, die etwas herber und holzig unterwegs sein möchten, kann ich das Palo Santo Bartöl nur wärmstens empfehlen. Für alle anderen, die sich noch nicht entscheiden können, welches Bartöl ist vom Geruch her das Richtige für mich, fahren natürlich mit dem Beard Tonic Sampler Kit am besten. Alles in allem kann ich euch sagen, wie schon erwähnt, Luxus für unseren Bart, ohne an Tieren getestet zu haben, natürliche Inhaltsstoffe, reichhaltliche Inhaltsstoffe für uns. Natürlich findet ihr alle Links zu der Webseite Herbivore, genauso wie die heute gezeigten Bartöle unten in der Infobox. Auch heute bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und freue mich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist. Also bis dahin, beste Grüße, euer TK.